Hallo und willkommen zurück bei FIFA 16. Und ja, wir gehen auf das Ende der Hinserie zu. Mai, oh Mai, sag ich dazu nur. Es ist endlich soweit. Wieder eine Hinrunde vorbei. Und tja, was soll man sagen, ne? Bisher lief die Saison sehr, sehr gut für uns. Wir gehen als Tabellenführer hier in diese Schlussphase der Hinserie. Und im Pokal durch, in der Champions League durch, alles auf Knopfdruck, alles läuft super. Der Pokal kommt natürlich noch, aber nun gut. Ich gehe direkt mal ins nächste Spiel gegen Hannover 96, wo wir, wie wir sehen, auf jeden Fall mindestens einen Wechsel vornehmen müssen. Aber da haben wir ja fähigen Ersatz in Form von Esswein. So, aber wen können wir denn mitnehmen anstelle von ihm? Nehmen wir einfach mal Starzev mit, der passt ja auf diese Position und den Rest. Lukaku spielt auf alle Fälle und ich würde sagen, ja, Hofmann hat gespielt, der ist müde, die können wir eigentlich so lassen, die sind eigentlich ziemlich, alle ziemlich müde, die da jetzt noch so übrig sind, auf der Bank, das passt so in etwa. Kano von Anfang an, perfekt, so können wir ins Spiel gehen, würde ich sagen. Die Parallelspiele, weiß ich gar nicht, ob ich schon geguckt habe, nein, also reichlich Parallelspiele. Dortmund spielt in Berlin, nur die Bayern sehen wir nicht parallel. Leverkusen gegen Gladbach, sehr interessantes Spiel. Und wir spielen bei Schnee, na super. Ja, dieses Schneespiel nehme ich dann auf jeden Fall mit, weil, ja, ich kann ja nicht jedes Schneespiel abbrechen oder beziehungsweise umändern in ein anderes Wetterchen, denn irgendwann schneit es halt hin und wieder schon einmal. Nur halt, wie es zu Beginn unseres Let's Play war, wo wir wirklich bald jedes zweite Spiel am Ende im Schnee gespielt haben. Das war dann irgendwann ein bisschen nervig. Aber nun gut, hier geht's heute gegen Hannover 96 in Hannover bei Schneetreiben in dieses wunderbare Bundesligaspiel. Ja, hier herrscht noch Bundesliga, während im echten Leben ja alles entschieden ist, alles vorbei ist. Da warten wir jetzt alle nur auf den Start der Europameisterschaft, der am Ende der Woche wieder startet. Endlich gibt's da wieder täglich Fußball. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, Fußball ist immer was Schönes. Die beste Auswärtsbilanz besitzen wir momentan. 6 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Gar nicht mal so übel, der BVB auf Platz 2 dort. Ich wünschte, solche Statistiken könnte man auch außerhalb der Spiele einsehen. Naja, vielleicht kommt es ja im neuen FIFA, wer weiß das schon. Mitte des Monats wissen wir auch da mehr. Also zur zweiten Woche der Europameisterschaft dann dementsprechend. Weil da ist nämlich die E3. Wieder mal im Gange dann. Muss man hier nur aufpassen. Bei Schneetreiben ist echt schwierig zu spielen. Hannover scheint ja weniger Probleme zu haben hier in der Anfangsphase. Aber Palacios ist da schnell unten und hat die Kugel. Hui. Keine schlechte Ecke. Kann sich Lukaku da durchsetzen? Es gibt zumindest Freistoß. Na, immerhin. Ja, auf jeden Fall, die nächsten Wochen werden dann wieder sehr ereignisreich. Wie lange dieses Let's Play geht, kann ich auch noch nicht zu 100% sagen. Es liegt alles daran, wann das neue FIFA natürlich erscheint. Ich habe da so meine Vermutung. Das ist natürlich so, wie letztes Jahr erscheint, im Ende September, wie immer halt. Und die Chance schon. Ja, wunderbar. Es geht doch richtig gut los hier in der Anfangsphase. Und sollte es Ende September erscheinen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch eine Runde machen. Also noch eine, ist das dann die fünfte Saison? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Hinten dran hängen, vielleicht sogar noch möglich. Mal schauen. Das entscheide ich dann kurzfristig. Vor allem auch, was meine anderen Projekte so machen. Es kann sein, dass FIFA dann erstmal eine Zeit lang abgelöst wird von einem anderen Spiel. Ich hatte ja auch vor, die Europameisterschaft für euch zu simulieren, sag ich mal. Ich sag mal, in FIFA wäre es zu 90% möglich gewesen. Bis auf, ich hab mal nachgeguckt, bis auf 5 Mannschaften sind alle in dieser FIFA-Version enthalten, alle Länder. Nur bei mir ist die Frage, wie schaffe ich das zeitlich? Das ist so mein großes Problem. Ich glaube nicht, dass ich das zeitlich hinkriege, weil es doch momentan reichlich Projekte sind, die auf meinem Kanal am Laufen sind. Und wenn ich dann noch ja, so ein Orakel hinzauber, ich weiß nicht. Ihr könnt ja
in den Kommentaren schreiben, wollt ihr vielleicht die Deutschlandspiele nur orakelt haben, dann kann ich ja vielleicht mal die Deutschlandspiele orakeln. Wobei das dann bei mir so ablaufen wird, dass ich natürlich nicht mit Deutschland spielen werde, sondern das wirklich zu 100% vom Computer simulieren versuchen werde, dass das funktioniert. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet, werde ich das vielleicht tun. Ansonsten werde ich das dementsprechend lassen. Ich hätte es natürlich auch mit PES machen können, aber wie gesagt, deswegen extra PES kaufen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Weil wenn spiele ich PES auf jeden Fall auf, würde ich, auf der Konsole spielen. Auf dem PC würde ich bestimmt preiswert rankommen. Auf der Konsole ist jetzt auch nicht so teuer, klar, aber trotzdem 30 Euro oder 25 sind jetzt auch immer noch 25 bis 30 Euro. Also dieses Spiel hier verläuft gerade ein bisschen im Sand, hätte ich fast gesagt, aber irgendwie könnte ich ja auch sagen, verläuft im Schnee. Nicht, keine wirklich großen Chancen mehr nach der Anfangsphase, es dümpelt vor sich hin. Und das war abseits, sagt der Schiedsrichter. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel noch entwickelt hier im Schnee. Ich freue mich schon auf die zweite Halbzeit. Wenn der Platz durchgehend weiß ist, dann ist das nicht mehr so verwirrend mit dem Grün und Weiß. So, über Hakan Çalhanoğlu geht jetzt da vorne. Und der hat jetzt ein bisschen Platz. Und da kommt Julian Draxler über die Außen. Mit Julian Draxler wird er fast gelegt. Draxler, und da setzt er sich durch. Und es steht 1:0. Richtig schön rausgespielt. Und wie Lukaku den gemacht hat, ist mir noch ein Rätsel. Da schauen wir jetzt nochmal drauf. Ich meine, die Vorlage ist klar, kam von Julian Draxler, der hier fast gefoult wird und dann unter dem Torwart durch. Sehe ich das richtig? Ich bin mir da nicht. Ja, aber wirklich im letzten Augenblick so unter den Torwart durchgespitzelt und rein zum 1:0. Ein klasse Tor. Und damit wären wir mindestens Zweiter nach der Hinserie. Ich weiß ja nicht, was die Bayern machen. Ich weiß auch nicht, wie es gerade bei Dortmund steht. Aber Dortmund hat ja eh schon 4 Punkte Rückstand auf uns und könnte dementsprechend nicht mehr an uns vorbei. Hier in der Hinserie. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommen die schon wieder. Die Hannoveraner, die sind gar nicht mal so ungefährlich. Und da stolpert der den Ball weg. Boah, das wäre beinahe schief gegangen. So, langer Ball nach vorne, landet beim Gegner. Schade. Starker Zweikampf von Johannes Geis in dieser Situation, der meiner Meinung nach wirklich ein guter Transfer war. Der macht sich ganz gut da auf der defensiven Position. Und, oh, schade. Da kriegt der Gegenspieler doch noch den Fuß raus. Das war nicht gut. Den Ball haben wir sehr leicht hergeschenkt. Auch das Abwehrverhalten gerade nicht so gut, aber Kano macht das dann sehr gut und abgeklärt. Stark von Lukaku. Setzt sich da im Kopfball-Duell durch. Schöner Doppelpass mit Draxler von Çalhanoğlu. Draxler, schön gespielt. Der Schuss abgefälscht. Also, die Offensivmaschinerie läuft nach wie vor. Nur mit dem Abschluss klappt es nicht ganz so gut heute. Auch wenn wir schon ein Tor erzielt haben. Aber jetzt müssen wir auf Konter aufpassen und es gibt Freistoß. War wohl Handspiel, sagt der Schiedsrichter. Das ist natürlich noch besser. Und so, Johannes Geis. Einmal Çalhanoğlu, der den Ball sich ein bisschen einfach abnehmen lässt. Und so versandet dieser Freistoß im, ja, nirgendwo. Und es gibt Halbzeit. 1:0, also die Führung zur Halbzeit ist jetzt natürlich nicht gerade exorbitant. Leverkusen führt in Gladbach, Köln gegen Schalke. Ja, die lieben Schalke, die müssen in der Rückrunde auf jeden Fall was tun. So, Lukaku hat ein Tor gemacht. Ich überlege gerade, ob ich Lukaku jetzt einfach mal raushole. Und dafür Lasogga ranlasse. Ja, wisst ihr was, machen wir auch. Kriegt Lukaku mal eine Pause. Çalhanoğlu, warte ich noch ein bisschen. Kriegt Lasogga auch mal eine zweite Halbzeit. Und Lukaku mal eine Halbzeitpause. Wird ihm auch mal ganz gut tun. Ich meine, der spielt ja fast jedes Spiel bei uns. Er hat sogar, glaube ich, dieses Spiel gespielt. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. So.
So, und jetzt müssen wir aufpassen hier. Es wird gefährlich. Die Hannoveraner versuchen sich durchzukombinieren. Schaffen es auch. Da sieht man mal, wie gefährlich die Hannoveraner sind. Oh Gott, das war mal ein Abschlag der Kategorie Boomerang-fähig. Und ja, so ein Pass landet dann wohl verdient im Aus. Im deutschen Pokal geht es so weiter. Für Hannover geht es gegen Bayer Leverkusen. Also beide Mannschaften unter der Woche dann im Pokal tätig. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Für uns steht ja nach wie vor das Triple im Raum. Da kommt er nicht gut in den Zweikampf. Und kein Pfiff lässt es laufen, finde ich gut. Und jetzt mal rüber auf die andere Seite zu S-Beine Umseeder. Unser Spiel, für uns geht es gegen den Hamburger Sportverein im Pokal. Und es war ein Tick zu spät gespielt. Schade. So, ich würde sagen, da dieses Spiel ansteht, werden wir auch Cananoglu rausholen. Den werden wir brauchen. Für ihn kommt Evangelista und ansonsten bringen wir noch Kuh für Draxler, der heute ein bisschen blass geblieben ist bisher. Abgesehen von der Vorlage zum Tor. Mehr hat er aber nicht viel gerissen. Also sonst hat er nicht viel gerissen heute. So, hier. Ja, Geister nicht gut in den Zweikampf bekommen. Ach komm! Da war doch kein Foul. Halbe Stunde vor Schluss. Freistoß Hannover. Die Wechsel sind vollzogen. Auch Hannover wechselt. Und vor der Ecke gerettet. Sehr gut. Richtig gut gespielt da in der Situation. Schön befreit. Und Eswein hat wieder Platz auf seiner Außenbahn. Und der Pass kommt genau im richtigen Augenblick. Dachte ich zumindest. Der Torwart hat da richtig gut mitgespielt. Radlinger Zieler schon lange nicht mehr hier. Der wird auch im neuen FIFA nicht bei Hannover 96 spielen in Liga 2. Weil er hat ja bekanntlich gewechselt nach Leicester City zum englischen Meister. Das muss man sich immer noch auf die Zunge zergehen lassen. Ja, aber man muss sich Sorgen machen um Leicester City, wenn ich ehrlich bin. Was man alles so hört, wer alles den Verein verlassen soll. Und ja, die ganzen großen Vereine melden natürlich Interesse an deren Spielern an. Ist natürlich schade um Leicester. Bin ich ganz ehrlich. In diesem grandiosen Jahr, dass die Mannschaft dann teilweise doch so auseinandergerissen wird. Und wir wieder mit einem zu steilen Pass. Auf Bellerin, der dann den Ball nirgendwo unterbringen kann. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Hannover wieder am Angriff. 20 Minuten sind noch zu gehen. Inklusive Nachspielzeit, sage ich mal. Bei 2 Minuten Nachspielzeit gehe ich mal von aus. Außer es passiert ja noch viele Spielunterbrechungen. Und das war richtig gut im Zweikampf durchgesetzt. Wow! Wow! Was ein kurioses Ding! Also das war jetzt mal ein Tor der Marke Luckshot, würde ich mal sagen. Schauen wir da nochmal drauf, weil hier kommt die Flanke, da wird geklärt an der Kopfball und Volley aus der Drehung. Natürlich nicht zu halten für Palacios. Ärgerlich dieses Gegentor, weil Hannover zwar ihre Nadelstiche hatten, aber ansonsten nicht viel nach vorne gerissen haben. Man muss natürlich auch sagen, wir haben ein bisschen leichtfertig hier und da die Torchancen nicht genutzt. Und wieder lassen wir uns den Ball einfach abnehmen. Aber gut nachgesetzt da von Johannes Geis, der sich den Ball aber noch wieder abnehmen lässt. Aber es war halt keine Anspielstation im gewissen Sinne da. Mal sehen, was hier noch möglich ist. 10 Minuten gehen noch. Und Hannover ist im Angriff, aber das gibt Eckball. Und Arthur Sobiech, der Torschütze, natürlich glücklich. Gut, dass er den Kopfball... Ach komm, was war das denn für ein Abwurf? Oh. Wieder so ein Fehler, ein unnötiger Fehler.
S-Wein arbeitet hinten mit. Und der Pass kommt genau auf Q. Komm, kriegst du noch. Jawohl. Immer noch Q. Aber er ist halt... Nee, das gibt's doch nicht. Spiel doch. Brauche erstmal 10 Jahre, um den Ball richtig zu verarbeiten, sodass er mal spielen kann. Und wieder ist es Hannover im Angriff, die jetzt nach dem 1-1 die deutlich gefährliche Situation bieten. Boah. Der war wichtig. Also da mit dem letzten Fitzelchen Körperfläche drangekommen ist. Boah, auf die Latte. Also Hannover drückt jetzt nochmal gegen den deutschen Meister sowieso. Und momentan Tabellenführer aus Augsburg. So, vielleicht jetzt geht noch mal was. Über die Außen. Hector Bellerin spielt in die Mitte. Boah, und wenn er den rüber bekommt, wird's richtig gefährlich. Aber noch ist nicht vorbei. Ein letzter Angriff über Baba. Esswein. Und das war, glaube ich, abseits. War's nicht. Meine Güte. Also dieser letzte Angriff dauert nochmal. Es gibt noch einmal Ecke. Es gibt noch einmal Ecke vor der Halbzeitpause. Quatsch, vor dem Ende der Partie. Und diese Ecke kommt rein. Komm, nachsetzen, nachsetzen, nachsetzen. Und noch einmal. Baba. Immer noch Baba, Baba, Baba. Setzt sich da durch gegen alle. Immer noch Baba. Und dann ist der Ball weg. Schade. Ein 1:1 nur heute. Ist natürlich nicht genug, um die Herbstmeisterschaft für uns zum Vorteil zu bringen. Aber es zeigt auch, dass wir im Schnee deutlich Probleme haben, wie es scheint. Schalke verliert, Leverkusen gewinnt, Dortmund nur unentschieden. Die Bayern könnten gegen Hamburg der strahlende Gewinner dieses Spieltags sein. Und schauen wir gleich mal, ob die es auch geworden sind. Nachdem wir das Training absolviert haben, mal wieder das Training. Van Loo bekommt, wie gesagt, in der Winterpause zur ersten Elf. Den kann man sich schon freuen. Aber schauen wir mal kurz in die Tabelle. Also, die Bayern können nicht vorbeiziehen. Die Bayern kassieren ihre erste Pleite gegen den Hamburger Sportverein. Das ist natürlich ein Zeichen an uns auch. Denn der Hamburger Sportverein ist unser nächster Gegner in der Liga. Schauen wir mal eben ganz kurz, was hat denn Bayern gegen Hamburg gemacht? 1-0 gewonnen bei den Bayern. Also, es macht die Liga wieder richtig spannend da oben. Nun gut, gehen wir mal rein in dieses Pokalspiel gegen die Mannschaft aus Hamburg. Aber erstmal haben wir noch ein paar Scouting-Updates. Was haben wir da? Okay, können wir ablehnen, können wir ablehnen, können wir ebenfalls ablehnen, ablehnen. Und den lassen wir einfach mal drinne. Also nichts Besonderes aus Südafrika. Hier hingegen, da haben wir schon mal einen, auf den wir warten können oder könnten. Habe ich den jetzt verpflichtet? Verdammt. War natürlich nicht mein Plan, aber egal. Passiert. Okay, La Soga hat keinen Vertrag mehr. Das ist natürlich bitter. Aber wenn wir La Soga jetzt verkaufen... Bobadilla muss erstmal ein neuer Vertrag her. Okay, wir müssen jetzt einmal kurz in die Verträge gehen. Wo haben wir sie denn? Die Verträge, die noch fehlen. Da sind einige Verträge. Oha. Okay, Palacios, Watkins kriegt einen neuen Vertrag von mir. Den können wir schon mal eben machen. So. Dann haben wir Palacios. Den lassen wir erstmal auf außen vor. La Soga könnte sich negativ auf die Transferverhandlungen auswirken. Ich könnte ihm natürlich einen neuen Vertrag geben und dann direkt verkaufen. Ich kann es ja mal probieren, ob er so verlängert, was ich jetzt vorhabe. Als wichtiger Stammspieler. Mal gucken, wenn er verlängert, dann können wir ihn direkt danach verkaufen. Verdi kriegt auf jeden Fall einen neuen Vertrag. Wird sporadischer Spieler oder Rotationsspieler, passt schon. Weil Verdi werden wir, wenn, vielleicht sogar die Leihe beenden. Und dann neben Hofmann als zweiten Ersatzstürmer holen. Esswein. Oh Gott, die ganze rechte Seite ohne Verträge. Ja, Townsend müssen wir auf jeden Fall den Vertrag verlängern.
Oha, ich sehe da schon was, was zum Problem werden könnte. Müssen wir mal abwarten. Eieiei. Nicht ganz ungefährlich. Schauen wir einfach mal. So, rein ins Spiel gegen den Hamburger Sportverein. Das Pokalspiel. Baba holen wir mal raus. Den nehmen wir nur als Ersatz mit. Und anstelle von ihm hier nehmen wir natürlich Kano mit als Innenverteidiger. Klavan spielt er momentan. Gut, ich würde sagen, ansonsten gehen wir so ins Spiel, ohne groß was zu ändern. Hofmann ersetzt Lasogga auf der Bank. Und rein geht's in dieses wunderschöne Pokalspiel. Das andere Spiel Paderborn gegen Duisburg. Da bin ich ja mal gespannt, wer sich von diesen beiden kleinen Mannschaften am Ende durchsetzt. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Denn das ist ein relativ enges Spiel, finde ich. Zwei Mannschaften, eigentlich müsste Paderborn schaffen, aber man weiß ja, im Pokal ist immer alles möglich. Das gilt natürlich auch für uns gegen den Hamburger Sportverein, die momentan Sechster in der Liga sind. Ich werde aber schauen, dass ich heute hier einen klaren Sieg nach Hause bringe. Nicht so wie gegen Hannover, wo wir uns relativ schwer getan haben. Dieses Mal soll das Ganze einfacher werden. Die letzten Spiele waren ja nicht mehr ganz so prickelnd von uns. Nachdem wir die Spiele davor ja förmlich ja, abgerockt haben. Mal sehen, wie es diesmal wird. Natürlich ist das, dass wir ein bisschen die, ich sag mal, nicht die Form verloren haben, sondern dass die Eingespielte verloren haben, liegt natürlich daran, dass wir hin und wieder mal schon rotieren müssen. Und das führt dann natürlich dazu, dass nicht alles mehr so rosig läuft. Laufwege sind. Hallo? Foul? What the fuck? Ja, das haben die richtig gut gespielt. Ey, was gibt es nicht? Wo waren da unsere Abwehr? Mann, 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 nach 8 Minuten 1-0 hinten. Ja, Tah versucht da irgendwie den Ball abzudämmen, aber dann da hinten zwei Mann in Blau frei am Elfmeterpunkt. Wie kann das sein? Was war das denn für eine Defensivleistung, bitte? Das muss sich jetzt deutlich bessern hier in dieser Partie. Und wir haben es ja schon gesagt, die Hamburger haben gegen die Bayern ein richtig gutes Spiel bestritten. Und aus der zweiten an die Latte. Was nun? Alle beim Aus oder was? Schauen wir nochmal auf diesen Schuss. Boah. Es gibt, glaube ich, Abstoß, ja. Meine Güte, schade, war ein richtig geiler Schuss. Stark dazwischen, dadurch das Tempo kurz raus. Aber die Hamburger bleiben im Angriff. Und wieder ist, oh Gott, schon wieder so leicht. Diesmal haben wir aber Glück, der Ball landet bei unserem Keeper dann, nachdem wir den geblockt haben. Meine Güte, also die Abwehr, die muss da wirklich sich konzentrieren jetzt langsam mal, sonst wird das heute nix. Bald jeder Angriff, den die starten, wird brandgefährlich. Aber jetzt erstmal Raul Bobadilla, Bobadilla mit der Auflage und da ist der Ausgleich. Johannes Geis, eiskalt. Hat aber auch viel Zeit beim Abschluss. Muss den Ball gar nicht risikovoll direkt nehmen, sondern kann den Ball schon mal vorlegen. Da alles frei, keiner greift den an und dann kann er sich die Ecke aussuchen und es steht 1 zu 1. Schön natürlich auch die Vorlage von Raul Bobadilla, wie er den Ball da bei dem Abschluss halt die Vorarbeit leistet. Und das war ein schöner Ballgewinn, schöner Doppelpass, schöner Ballverlust. Mein Gott. Bisschen eng da in der Mitte. Und wieder Johannes Geis mit dem Ballgewinn, der bisher ein Riesenspiel abliefert, finde ich. Beim Gegentor hätte er vielleicht besser stehen können auch, aber das gilt ja für alle, die da in der Defensive waren. Oh. Okay, das war jetzt mal ein blöder Ballverlust von Raul Bobadilla, aber er setzt nach, holt die Kugel sich wieder. Und das ist der Grund, warum ich ihn ganz klar Lasogga vorziehe. Und jetzt Townsend versucht es einfach mal. Schade.
kein zweites Tor. Und Geis ganz locker und lässig hinten rum. Und dann läuft sich Townsend da frei, das habe ich schon gesehen. Der dann gut seinen Gegenspieler erst ausspielt, aber setzt nochmal nach. Also die Hamburger gerade gut unter Druck hier. Und wie soll man sagen, normalerweise ist es hier so. Oh. Hallo? Und wieder pfeift er nicht. Wieder so eine Szene, wo ich mich frage, was das soll. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass er eigentlich in meinen Augen ein klares Foul nicht pfeift. Finde ich jetzt nicht so geil. So, und da kommt die Flanke auf den zweiten. Und boah. Ja, das war jetzt ein bisschen akrobatisch da von Hakan Calhanoglu, aber nun gut. War aber auch schwer, da irgendwas draus zu machen von allen. Weil die Flanke landet dann doch ein bisschen nah an der Außenlinie oder beziehungsweise an der Auslinie. Torauslinie. Was? Wie? Einmal für die? Willst du mich verarschen? Da war ich doch dran. Also, habt ihr noch angeschossen, oder? Na egal. Das war eine extrem harte Grätsche. Boah. Gott sei Dank konnte man den noch abwehren, denn da kam schon jemand angeflogen. Also die Flanken von den Hamburgern sind nicht ganz ungefährlich. Na klar, das jetzt wer jetzt Freistoß gibt. Ach, das ist Freistoß, also willst du mich verarschen? Weißt du, bei mir grätschen die rein und tun und machen, holzen mich um. Ich krieg nix und ja, berühre ich die ganz leicht und es gibt Freistoß für den HSV. Ey, der Schiedsrichter will mich doch verarschen, ey. Natürlich sehr eng da drüben. Da verlieren wir auch die Kugel. Ah, aber gut nachgesetzt von Opare, Gott sei Dank. So, Townsend, du bist doch schnell. Das war keine gute Ballmitnahme. Abstoß. Gut gemacht vom Hamburger Abwehrspieler in dieser Situation. In der Bundesliga geht es als nächstes gegen den ersten FC Köln. Der 17. Spieltag wartet da auf uns. Mit einem Sieg wären wir Herbstmeister. Ich weiß gar nicht, ob die Unentschieden sogar erreichen würde. Ich weiß nicht, wie das Torverhältnis aussieht, aber ich glaube, da ist Bayern einen kleinen Tipp besser wie wir. Holland nicht schon wieder! Boah, wie gesagt, die Flanken sind brandgefährlich und immer über die Seite. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit bringe ich dann Baba rein. Paré hat da Riesenprobleme. Naja, die erste Halbzeit war jetzt nicht so rosig von uns. Also, wir hatten zwar unsere Drangphase, vor allem nach dem Ausgleich. Aber das war es dann auch. So, Paderborn führt zu Hause gegen Duisburg. Schalke gegen Düsseldorf ist in der Verlängerung. Ja, für Düsseldorf ein sehr wichtiges Spiel. So, Paré hole ich raus. Da will ich jetzt Baba sehen. Hoffen wir mal, dass da die Seite jetzt endlich dicht bekommen. Das ist nämlich echt ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob ihr die neue Regelungen jetzt bei der EM mitbekommen habt. Da gibt es nämlich neue Fußballregeln. Und ich muss sagen, so ein, zwei Regeln, die finde ich ein bisschen balla-balla. Ah, schade. So, Baba setzt da gut nach. Ich kann hier gleich nochmal auf die Regeln ein. Ist nämlich gerade hier ziemlich eng. Oh mein Gott. Komm, probieren wir es einfach mal aus der zweiten. Wow. Wäre das ein geiles Tor gewesen. So, Hakan Calhanoglu mit diesem Eckball. Keeper ist da. Okay. Jetzt aber zu den Regeln. Zum einen, der Anstoß muss nicht mehr nach vorne ausgeführt werden. Sprich, es braucht keinen zweiten Mann mehr zwingend beim Anstoßkreis. Es reicht, wenn einer da ist, der kann den Ball dann einfach nach hinten legen und gut ist. Ich weiß nicht, welchen Sinn das haben soll, aber naja, gut, es ist jetzt relativ gesehen natürlich total egal. Taktisch wird das nicht viel ändern. Und dann gibt es eine andere Regel, die ist neu, die finde ich total bescheuert, weil das meiner Meinung nach das Zeitspiel nochmal extra fördert. Und das ist die Tatsache, dass
Wenn eine Behandlung unter 20 Sekunden auf dem Platz dauert, also sprich, die Betreuer kommen auf den Platz und wenn das unter 20 Sekunden dauert, sprich mal eben kurz Eispray drauf und wieder runter, kann der Spieler auf dem Platz bleiben. Sprich, er muss nicht zwingend runter und das, da bin ich ganz ehrlich, finde ich keine gute Regelung. Ja, es ist eher ein Zeichen an die, ja, die das Spiel kaputt machen. Und hier gibt's Ecke. Naja, bleibt abzuwarten, inwiefern das ausgenutzt wird. Da gibt es noch 9 andere Regeln, alle kenne ich jetzt nicht auswendig, außer dass die Doppelbestrafung wegfällt. Finde ich eine gute Lösung. So sollte es auch sein, weil doppelt und dreifach bestrafen muss man jetzt nicht wirklich beim Elfmeter oder Notbremse, wenn sie nicht absichtlich hergeführt ist. Eine absichtliche Notbremse bleibt davon unbetroffen, das muss man dazu sagen. In Zukunft eine absichtliche Notbremse wird natürlich nach wie vor mit Rot bestraft. Tja, und wir hier im Pokal tun uns immer noch schwer. Wir sind mittlerweile schon in der 65. Spielminute. Kommen noch gerade so wirklich nicht zum Abschluss. Und das... Ah, Çalhanoğlu. Aber auch gut verteidigt, das muss man dazu sagen. Und der Ball landet im Aus. Da brauche ich gar nicht hinterhergehen. Alles Tutti bei Dr. Frutti. So, schön gespielt. Und jetzt locker nach vorne mal hier. Duisburg 2-1 steht es da, also ist richtig eng. Was ein Fehler! Aber jetzt haben wir die genau wieder im Angriff sozusagen unterbrochen. Und jetzt wird es mal gefährlich! Und da steht 2-1, da ist es! Raul Bobadilla eiskalt! Mit dem 2-1 in der 73. Spielminute. Etwas glücklich auch hier hinter den Abwehrspieler. Da ist schwer zu sehen für den Keeper dann dementsprechend. Und ins lange Eck. Den hat er genau getroffen. Und ich würde sagen, Zeit für Wechsel jetzt. Johannes Geis holen wir mal runter. Für ihn bringen wir... Wo haben wir ihn? Da, Dominic Kohr, den habe ich gesucht. Und wen sollen wir noch auswechseln? Bringen wir mal Humar Çalhanoğlu raus, würde ich sagen. Für ihn kommt Evangelista. Die beiden sind doch schon relativ müde. Unser Sturm bleibt so bestehen. Oh, gut gespielt. Und jetzt wird es schwierig. Da kommen gut die Hamburger über die Latte. Ja, diesmal haben wir die Latte nicht zu bekommen, aber es ist nicht mehr ganz so gefährlich. Über die Seite, wo wir in der ersten Halbzeit Opare hatten spielen lassen und jetzt Baba gebracht haben. Ist jetzt nicht mehr ganz so offen da. Das ist schon mal sehr gut, dass wir das halbwegs zubekommen haben. Das macht uns das Leben angenehmer. Weil in der ersten Halbzeit war ja praktisch jeder Angriff, der über die Seite kam, eine Gefahr. So, Jonathan Tah rückt mal raus, drückt da auf seinen Gegenspieler. Und jetzt können wir da vielleicht irgendwie mal einen Konter setzen. Schöner Doppelpass mit Townsend. Der Pass kommt genau richtig auf Lukaku. Und der hat jetzt natürlich... Oh Gott, und da verzieht er. Ja, kann auch mal passieren, einem Top-Torschützen. Kann nicht immer alles funktionieren. Und jetzt sitzt noch 7 Minuten. Ich würde sagen, ich mache hinten dicht. Da rutscht er weg, verdammt. Dann wäre es vielleicht gefährlicher geworden. Ah, starke Grätsche. Kein Foulspiel, zu Recht, weil er hat ganz klar den Ball gespielt. Und jetzt Lukaku, der kann sowas. Lukaku, Latte! Gibt's das? Zum zweiten Mal Latte heute. Aber da kommt direkt die nächste Chance und neben's Tor. Mein Gott, Doppelchance. Hier für den FCA zur Entscheidung. Beide Bälle landen nicht drinnen im Tor, sondern knapp daneben und an der Latte. Stark von Evangelista. Natürlich fehlt jetzt der Offensivdrang.
Und jetzt vielleicht aber die Chance für den Hamburger Sportverein. Und gut von Tah, richtig stark den Ball erobert. Lukaku, immer noch Lukaku, Draxler. Immer noch Julian Draxler, Draxler, immer noch Draxler. Und dann ist Schluss. Die nächste Pokalrunde ist in, ist erhalten oder erreicht. Wir bleiben auch da dabei und damit gehen wir mit drei Wettbewerben in die Rückrunde. Es war zwar ein schweres Spiel, aber das war ja zu erwarten. Nachdem sie die Bayern geschlagen hatten, war klar, dass sie mit einer breiten Brust hier auflaufen würden und uns unter Druck setzen. Paderborn schlägt im Gegenzug in den MSV Duisburg. Wie es bei Düsseldorf ausgeht, das sehen wir jetzt mal eben. Das sind die ganzen Ergebnisse. Hoffenheim schlägt Ingolstadt 3:2. Hannover gegen Leverkusen 1:2. Stuttgart gewinnt in Frankfurt ebenfalls mit 2:1. Gladbach schlägt Köln knapp mit 1:0. Schalke gewinnt im Elfmeterschießen gegen Düsseldorf mit 5:4. Die Bayern klar und deutlich 3:0 gegen Leipzig. Wir mit dem 2:1 gegen Hamburg und Paderborn, wie gesagt, ebenfalls in der nächsten Runde. Jetzt schauen wir mal, wer im Viertelfinale aufeinander trifft. Das werde ich jetzt nochmal eben ganz fix machen, bevor ich die Folge beende. So sieht's aus. Hoffenheim trifft auf Paderborn. Stuttgart gegen Schalke, Leverkusen gegen Gladbach und tja, da kommt es wohl zum Topspiel. Bayern gegen den FCA, mein lieber Scholli. Das nenne ich mal eine Auslosung. Und wann findet dieses Spiel statt? Also die Rückrunde startet gegen Schalke, das ist das einzige Spiel. Dann geht es gegen Leverkusen, Düsseldorf und dann geht es gegen die Bayern. Eieieiei. Bevor es dann gegen Benfica Ende des Monats weitergeht, ja, da warten ein paar heiße Wochen auf uns, würde ich sagen. Und das Saisonfinale ist ja auch ziemlich heiß. Nun gut, ich würde sagen, meine Freunde, damit verabschiede ich mich von euch. Das war's dieses Mal und beim nächsten Mal beenden wir dann die Hinrunde. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei FIFA 16.